Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 2. Oktober 2019. Und es geht wie immer um den Regionalteil, speziell die Nachrichten aus dem Bezirk Höchscheid. Und das ist die Zeitung, die ich lese. Bitte sehr. Und im Solingenthal heißt es hier auf der Titelseite: Stadt will 288 Millionen Euro in Schulen stecken. Die Grundschule auf der Höhe wird neu gebaut. Warum weiß kein Mensch? OB-Kandidat gibt dem ST das erste Interview. Es geht um den OB-Kandidaten der FDP, der Freien Demokraten. Warum die so viel Aufmerksamkeit bekommen, ist mir an der Stelle nicht klar. Offenheit prägt Umbau der Wiedeter Kirche. Das ist hier aus dem Bezirk Höchscheid. Das ist interessant. Das kann sein, dass das vorgelesen wird. Die evangelische Kirche in Widdert wird umgebaut. Die Pläne wurden jetzt vorgestellt. Jeden Verantwortlichen war dabei wichtig, dass sich inhaltliche Schwerpunkte der Gemeinde im Kirchenraum wiederfinden. Was auch immer das heißt. So. Ein bunter Wettermix. Der heutige Tag bietet einen bunten Mix. Ja, nass geworden bin ich nicht. Die 11 Grad stimmen auch ungefähr. So. Wir haben hier wieder auf dem Titel Fotos 70 Jahre Volksrepublik, kann ich mal gerade zeigen. So, in dem Artikel darunter geht es ums Verreisen. Thomas Cook, Kunden bleiben auf einem Teil der Kosten sitzen. Der Versicherung Zurich in Deutschland, Zurich, weiß ich nicht, was das heißt, hatte die Reise mit, ja. Es interessiert kein Schwein, es ist eine Reise. Wer hat Geld nicht übrig hat, sollte nicht verreisen. Das ist meine private Meinung dazu. Und es gibt eine Karikatur zu dem, was in Hongkong passiert. Da gibt es eine kleine Maus mit Hongkong, die trägt das Freiheitsschild und vom Schreibtisch heraus wird sie mit Repressionsgift eingesprüht. Es passt zu dem Bild, das Kanzlerin Angela Merkel nach ihrer Rückreise aus China hier vermittelt hat, habe ich in der Tagesschau gesehen. Also eine passende Karikatur zum Meinungsbild, das über China durch das Bundeskanzleramt vermittelt wird. Ich zeige es gerne. Besser als der Scheiß davor, der war noch unerträglicher. Den Schweinen soll es künftig besser gehen, gibt es dann hier auf Seite 3. Das Reparieren von Haushaltsgeräten soll erleichtert werden. Der erste italienische ISS-Kommandeur gibt es auch noch. Der Pflege-TÜV ist Gegenstand des Kommentares. Und die Reiserücktrittsversicherung bei Thomas Cook ist Gegenstand des zweiten Kommentars: trügerische Sicherheit. So, das ist mein Herd, macht aber nichts. Naja, wir wenden uns die Nachrichten aus Solingen und speziell im Bezirk Höchscheid zu. So. Oh, Sonderzug fährt zum Brückenfest, ist hier direkt um die Ecke, Scharberger Straße runter und dann kommt die Münchner Brücke.
Die Jüngster Brücke wird am 27. Oktober gefeiert. Zum Brückenfest am 27. Oktober wird erstmals seit langem wieder ein historischer Zug über die sanierte Jüngster Brücke fahren. Der Verein Wupperschiene bietet eine Fahrt mit einem Sonderzug an, der aus Lokomotiven der Baureihe V60 sowie Wagen des Rheingoldzugs aus den 20er Jahren besteht. Sehr schön. Wer will, kann Fotos machen. Wie gesagt, der Bahnhof direkt an der Münchner Brücke ist hier die Straße runter. So, dann steht hier jede Menge Zeug zu Schulneubau. Das lese ich gar nicht erst vor. Das ist direkt schon Gegenstand von Ärger, wenn ich nicht hier die Kamera verbreiten will. So, gibt es einen Standpunkt in Bildung investieren, und wie gesagt, ich mische mich da nicht ein. Ich habe hinten am Grünewald was mitgekriegt und mir angesehen. Mir kommt das nackte Grausen. Vergiftete Köder in Höschheit gefunden. In Höschheit wurde vergiftetes Fleisch gefunden. Ein Tierhasser hat es, ja. Ich war es nicht. Ich bin auch kein Tierhasser. Habe ich eigentlich schon mal vom IBU-Puma erzählt? War ich, glaube ich, nicht vor der Kamera. Also, das kann man in einem Interspar auf der britischen Insel tun. Brattig, ich schätze meine Scheiße. Raoul Brattig. Habe ich hier auch noch nie so gesehen. Ich wohne hier seit Jahrzehnten. Den Mann kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wer das ist und wo der ist. Wie gesagt, die tauchen immer auf und ich weiß nicht, woher. Gibt es hier jede Menge Gruppenfotos, kann man auch mal. Das ist hier ein Omega-Gelände, was auch immer das ist. Was ich hier sehe, ist irgendwo ein großer Platz hinter der B229 Richtung. Warum das jetzt Omega-Gelände heißt, weiß ich nicht. Die Gruppen hier, Tradition Pünktchen, die sind eigentlich nicht so lange da Leute kennen. Hier Brandteich. Brandteich ist direkt hier um die Ecke. Ich weiß, wo die Anlage ist. Und ich sag's direkt. Ach, ist die, wenn die jetzt auch Brandteich heißt. Ist in Gräfrath. So, und ich sag's nochmal, auch hier erkenne ich kein Gesicht wieder und ich wohne seit Jahrzehnten in der Stadt. Ist das jeden? Ich sag mal nichts. Außer das, was hier steht. Gräfrather Ortsverein, dann wird es wohl in Gräfrath sein. Wie gesagt, ich erkenne kein Gesicht wieder. Ich weiß nicht, wo die Leute herkommen. Ich wohne seit Jahrzehnten in der Stadt. Wie oft man auf so eine Anlage zum Pötchen schießen kommt, ist mir auch unklar. Alles hier komisch. So.
Seite 17. Offenheit im Umbau mit der Wieder der Kirche, das ist hier aus Hirschheit, das ist der Bezirk, das wir sehen. So, man sieht eine entkernte Kirche. Pfarrerin Christina Ziegenbalg, Architekt Michael Bruins. Die Empore wird zum Jugendraum. Also den Jugendraum in Widdert gibt es schon lange. Gab es auch mal so Veranstaltungen, wo man Kicker oder Karten spielen konnte. Das Kartenspielen war ziemlich beliebt. War ich auch ein paar Mal. Ist aber auch schon so ungefähr 20 Jahre plus her. Wenn es die noch gibt von mir aus, dann habe ich das verstanden. So in Widdert gab es einen Unfall mit einem Kleinkraftrad, steht hier auch. Ne? Ja, das war es auch schon. Also die Empore wird zum Jugendraum in der Widderter Kirche. So, tschüss. Ich frage mich immer, warum ich keinen Menschen in dieser Zeitung wiedererkenne. Ich wohne hier wirklich seit Jahrzehnten in dieser Stadt.